Hallo Leute, willkommen zurück zu Pokémon Smaragd. Im letzten Part haben wir unser sechstes Team gekriegt. Endlich! Sind in die nächste Stadt gegangen, habe euch gezeigt, wo man die Pokéregel kriegt. Und unter anderem, ja, habe ich ein süßes Pichu. Und mal wieder in den Kampf, da kann ich wenigstens mal ein bisschen reden. Schuppert, okay. Auf jeden Fall, letzten Part. Schönes Team-Meeting, oh, gefällt's mir. Ja, ich mag Pichu, Leute. Geist, das mache ich dann am besten. Jo, Sottl, raus mit dir. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, also einfach mal reinhauen. Er macht Fluch, ja, kennen wir ja schon. Komische Animation, oder? Fluch! Ich finde interessant, Leute, dass Fluch eine Fragezeichen-Attacke ist. Bis, ich glaube, in die vierte Generation. Oder selbst so, noch in der vierten Generation. Luma erreicht Level 7. Yeah! Freundschaft steigt! Ja, Leute, für jedes Level bekommen wir Freundschaft dazu. Durch die Sanftglocke steigert die Freundschaft und Pichu braucht einen Freundschaftswert von irgendwas um die 200, damit er sich weiterentwickelt. Und jetzt sind wir in der nächsten Stadt. Die heißt, Moment, ich hab's gerade irgendwie vergessen. Okay, Leute, jetzt sind wir in Zegras Ulp City. Schauen wir uns mal die Stadt an. Also da oben ist Maike. Da reden wir mal mit allen Leuten. Pokémon-Trainer Fanglob. Die Namen von Trainern sind auf dem Schild eingeritzt. Schade, dass nicht stehen. Beispiel oder so. Okay, hallo. Egal, was die anderen sagen. Der Arena-Lauter von Faustauhafen, Camillo, ist mein Favorit. Ja, jeder ist seine. Jeder hier ist ein großer Fan von Pokémon-Kämpfen. Wir diskutieren gerade, welcher Trainer der stärkste ist. Wenn du berühmt wirst, werden vielleicht deine Fans. Gib mir ein Abo, dann bist du mein Fan. Ich habe etwas über einen neuen starken Trainer gehört. Dieses Arena wird bestimmt auch die Arena-Leute besiegen und vielleicht auch die Top 4 und vielleicht sogar Meister. Weißt du irgendwas über diesen neuen Trainer? Meinst du mich? Mein Lieblingstrainer muss cool, stark und total nett sein. Ich wollte, es gäbe so einen Trainer. Ja. Vielleicht gibt es einen. Ich sei meinerseits bin nett. Cool ist eine Ansichtssache und das andere, ja. Hallo. Wenn die ganze Welt erst einmal uns gehört, Team Aqua, dann wird sie ein besserer Ort für Pokémon sein. Ja, drehen gleich durch, ja. Okay, hier geht es nicht weiter und hier quatschen noch ein paar. Wir haben uns vorgenommen, in unseren Flitterwochen so viele seltene Pokémon zu sehen, wie es eben gibt. Daher waren wir auch total glücklich, als wir gleich nach unserer Ankunft diese Pokémon zu Besicht kamen. Ich meine, wir waren wirklich glücklich. Okay. Wir sind in der Flitterwoche und gerade hier angekommen. Wir haben ein Drachen-Pokémon gesehen, das am Himmel flog. Leben in der Höhenregion vielleicht solche coolen Pokémon? Drache? Drache sind cool. Ich habe ein spannendes Nickerchen Gast von mir gehalten. Das Rauschen der Wellen war so angenehm. Und da hat mir jemand ein Pokémon gestohlen. Nein! Wer ist der schändliche Team? Team Aqua! Team Aqua! Wer war es? Du Arme, du hast mir jetzt schon leid. Also, ich will mein Pokémon nicht gestohlen haben. Gestohlen kriegen oder so irgendwie. So haben sie also die Anzahl der Gäste verdoppelt, indem sie die Pokémon als Attraktion präsentieren? Vielleicht sollte ich ein niedliches Pokémon zum Maskottchen meines Pogatos machen. Ich frage mich, ob ich so mehr Gäste hätte. Oh, tut mir leid, ich habe mich so konzentriert ferngesehen. Seit Team Aqua in diesem Ort ist, bleiben die Gäste aus. Vielleicht muss Team Aqua weg, damit du mehr Gäste kriegst, Kumpel. Und hier ist ein alter Bekannter, hallo Scott. Was? Oh, tut mir leid. Ich habe ein bisschen gedöst und bin noch immer saumüde. Ich wollte mir einmal ein Pokémon-Wettbewerb anschauen. Das scheint ganz interessant zu sein. Aber
Vielleicht bin ich ja nur Purist, aber ich bevorzuge Kämpfe und starke Trainer. Aber das liegt wohl an mir. Ich hoffe, du genießt die Arenen, Wettbewerbe, Kampfcamps und all die wunderbaren Dinge, Harry. Jo, mach ich. Wettbewerbe, ich weiß nicht, ob sie in diesem Part zeigen oder im nächsten. Naja, schauen wir mal. Ich habe ihn... Achso, die haben schon geredet. Ja, ja, schöne Wellen. Ja. Also du tust mir trotzdem leid. Hier gibt es einen Pokémon-Wettbewerbshalle! Und das bedeutet, dass gut aufgezogene Pokémon aus dem ganzen Land zu sehen sind. Mein Herz strömt über vor Begeisterung. Ja. Okay. Hier unten ist ein langer Weg und ein Item. Ein Topschutz. Yeah, und was ist das? Interessant. Irgendwie ist das nix und schaut trotzdem komisch aus. Eine Art Leuchtturm anscheinend. Auch wenn ich alt und grau werde, das Meer wird immer jung und voll Leben sein. ja. Vor 60 Jahren hat mein Mann hier um meine Hand angehalten und das Meer ist eben auch genauso schön. Mann, die haben eine Lache drauf, Leute. Die machen mir schon direkt Angst. Okay, hier ist die Wettbewerbshalle, die schauen wir uns später an. Hast du schon mal über den Bärenmixer gehört? Eigentlich schon, aber ich sage jetzt mal nein. Damit stellst man eine Leckerei her, die Poké-Regel genannt wird. Wenn du einem Pokémon einen guten Poké-Regel gibst, verbessern sich seine Eigenschaften. Jo, das werde ich euch auch noch zeigen, Leute. Das ist richtig lustig. Ich möchte damit angeben, wie stark mein Pokémon ist, da wir an Wettbewerb teilnehmen. Du auch? Sagen die alle das Gleiche? Anscheinend. Also, die machen anscheinend eine LAN-Party. Ach Leute, schade, dass man in meiner Nähe keiner wohnt, der ein Nintendo DS hat, ja? Als meine Frau Vierlinge zur Welt gebrachte, war ich fast geschockt. What the hell? Aber wenn ich sie jetzt zusammen spielen sehe, bin ich richtig glücklich. Vierlinge? Sieht man selten. Ach du liebes Bisschen, reist du ganz alleine? Ah, du bist so jung. Ich unterhalte mich schon selber, danke. Gut, ich bin sicher, meine Kinder könnten das eine oder andere von dir lernen. Ich? Ich bin Expertin der Poké-Regel. Wenn ich es mir recht überlege, dann könnte ich ein paar Poké-Regel zaubern. Möchtest du von mir Experten der Poké-Regel lernen? Ja, machen wir mal. Oh schön, du bist clever, das wird eine lange Erklärung. Hör gut zu. Bist du bereit? Wenn du einen Poké-Regel betrachtest, siehst du, dass er danach bewertet wird, wie würzig er ist. Je niedriger die Würze, desto besser ist er, vergiss das nicht. Ein guter Poké-Regel hat einen niedrigen Würzwert und einen hohen Level. Ein Pokémon kann mehr gute Poké-Regel essen als durchschnittliche. Und das ist wichtig. Wenn du weiche Poké-Regel herstellst willst, benutze verschiedene Beeren. Sei nicht geizig, die Art der Beeren beeinflusst die Weichheit der Poké-Regel. Und noch etwas. Je mehr Leute Bären mixen, desto weicher werden die Poké-Regel. Daher solltest du andere Leute ansprechen und mit ihnen zusammen Poké-Regel herstellen. Das ist alles, was du wissen musst. Yeah. Wenn jeder Pokémon hätte, die er liebt, weiche Poké-Regel und eine liebevolle Familie, sähe es auf der Welt viel besser aus. Lass dich nicht unterkriegen, Schatz. Ich bin dein Schatz? Okay, lassen wir das lieber. Auf jeden Fall, Leute. Das mit dem Poké-Regel wird noch viel lustig. Und hier ist der Hafen. Die Fähre MS Tide wird momentan in der Werft gebaut. Die Fähre wird so bald wie möglich einen Dienst aufnehmen. Oh ja, da haben wir schon was mal gehört davon. Ich habe einen großen Turm in der Nähe der Route 131 gesehen. Ist das der... Ja, was? Hallo? Oh, okay, dann eben nicht. Ich hab gehört, Eiser, dass draußen auf dem Seeweg ein Turm sein soll. Er soll Himmelturm heißen. Ah, den meint er. Ah ja, der wird noch lustig. Hier wird ein Schiff gebaut. Wo? Wo? Hallo? Egal. Bitte, du suchst ein Schiff? Ja. Tut mir leid, aber die Fähre ist momentan nicht in Betrieb. Ich hab gemeint, die wird hier gebaut. Das ist eine Werft, oder? Solange die Fähre noch nicht seetüchtig ist, haben wir Seeleute nichts zu tun. Ich wünschte, sie würden sich ein bisschen wählen. Die Leute von der Werft von Grafipazette. Ach so, dort wird sie gebaut. Okay, okay. Ich dachte hier.
Wenn da schon Werft steht, Leute, dann könnte es auch eine Werft sein. Auch wenn es ein bisschen klein wäre dann. Haben wir die schon gerade gesprochen? Ja, haben wir schon. Ja, ja, ja. Nerv nicht. Hier drin, Leute, ist ein sehr interessantes Gebäude. Unter anderem können wir hier jetzt Beeren mixen. Ich mach das mit 4 Leuten, das ist am spaßigsten, also. Oh, das ist alles, wirst du gut. Möchtest du mitmachen? Ja, Beeren mixen. Ja, ich weiß, wie man sie herstellt. Okay, Leute, zuerst eine Beere in den Beerenmixer rein. Welche? Ist eigentlich egal. Mir am Anfang. Ich nehme eine eher seltene, ja. Seetangpeere. Das wird ein trocken, bitter, sauer Geschmack Pokeriegel. Also ein ziemlich schräger. Rein damit! Und jetzt müssen wir im richtigen Zeitpunkt immer A drücken. Nämlich wenn das in der Mitte, da oben, zu uns zeigt. So, ich hoffe, ich kann es noch. Ich drücke immer öfters, wie einmal, wenn es geht. Dafür nicht immer perfekt, wie man sieht. Und der Computer ist auch nicht gerade der Beste. Also, es gibt zwar einen Master-Bären-Mixer, der wird Alex im Fernsehen angesagt und ist sehr selten. Oh Mann, die war auch schon mal besser. 6-mal perfekt, 15-mal geht's und 3 Fails. Okay. Eine Indigo-Bäre mit Level 23 geht so und Würze 19. Ist eine durchschnittliche Beere. Ich werde jetzt noch ein paar mixen, Leute. Es macht ein bisschen Spaß hier. Je genauer man isst, Leute, desto besser wird sie. Wie gesagt, es gibt einen Master. Da ist die Beere mindestens Level 40, selbst wenn man selber nichts tut. Wenn man selber auch perfekt isst, also beim Drücken hier, dann ist die Beere ein sehr hohes Level. Hallo, hallo. Ich werde das jetzt nochmal zeigen. A drücken! A! A! So. Oh, diesmal geht's richtig los, ey. Ah, das ist doch noch nicht schnell genug. Schneller! Ach, meine Güte. 14 Mal nur? So? Okay. Level 23. Ja, das ist hier durchschnittlich, Leute. Ich werde mir jetzt ein paar Beeren mixen offscreen. Das ist nämlich spaßig. Bis gleich. So, Leute, ich habe jetzt einige Poké-Regeln gemacht. Schauen wir mal in die Base-Item-Tasche. Da können wir jetzt in die Poké-Regel-Box reinschauen, was wir alles gemacht haben. Wir sehen, wie sie schmeckt für die Pokémon. Also trocken, sauer, scharf, bitter, süß. Je nachdem, welche wir ein Pokémon geben, wird ein bestimmter Wert besser. Also ich gebe jetzt mal den süßen Pokémon hier. Süßen Pokémon. Die süße Poké-Regel Rosa gebe ich jetzt mal mein Pichu. Da steigert sich der Anmut zum Beispiel, also mag sie sogar teilweise. Es wird plus, also nicht schlecht. Anmut plus. Alex, wäre es besser, wenn ich mein Pichu Orange geben würde? Irgendwie so komische Farbe war das jetzt. Frage ist, welche mag mein Pichu als besten? Wenn man ihm nämlich die richtige Pokéregel gibt, Leute, dann steigert sich die Freundschaft. Ist auch interessant. Okay, da auch nicht. Jo, ich brauche irgendwie rote, was sehr viel Rotsteiger. Also werde ich mal ein bisschen hier pushen. Gib. Okay, lila mag er auch. Also, der mag hier alles irgendwie. Es gibt hier noch etwas Nennenswertes zu sagen, Leute. Und zwar entwickelt sich Bashwa, ein normales Pokémon Typ Wasser, zum Milotic, wenn es maximalen Schönheitswert, also wenn dieser Wert hier ganz hier drüben ist, entwickelt sich Bashwa zum Milotic, also ist auch ziemlich interessant. Da, weiß, hui, lila, mag lila, nyam, nyam, nyam. Und wow, Coolness wurde erhöht, Klugheit wurde erhöht und es kann bald nicht mehr erhöht werden. Es gibt einen Maximalwert, lila. Es gibt einen Maximalwert, Punkt. So, mal schauen, magst du Indigo? Weil Indigo sind selten, mehr oder weniger. Okay, er mag irgendwie alle. Ich glaube, der mag alle, ja. Aber jetzt wenigstens ein bisschen verteilt aus das Ganze. Ist auch interessant. Ja, das passt für dann. Das ist nämlich für den nächsten Part, Leute. Im nächsten Part werde ich euch zeigen, wie es hier mit dem Wettbewerb funktioniert. Allerdings sind wir noch nicht fertig mit dem Ort anschauen, ja. Das kommt nämlich auch noch.
noch lange nicht fertig. Hier ist das Pokémon Center. Kann man sich heilen, kennt man ja schon. Aber es sind noch ein paar Leute drin. Hier ist jemand. Ich frage mich, wie viele Arten von Pokémon es in der Welt gibt. Arten? Moment. Normal, Kampf, Stahl, Flug, Geist, Boden, Gestein, Wasser, Feuer, Pflanze. Habe ich das vergessen? Drache, stimmt. Eis, Gift. Ich glaube, ich habe bald alle. Okay, es gibt mehr als genug. Es muss toll sein, die Meere zu überqueren und Pokémon mit Leuten zu tauschen, die weit wegleben. Jo. Ich habe von einigen Schurken gehört, die Pokémon stehlen und Meteoriten klauen. Ja, Team Magma und Team Aqua, aber naja. Ich bin die Quiz-Lady. Ich liebe Quizze. Ich warte auf einen Herausforderer, der sich den Quiz-Lady stellt. Wenn du richtig antwortest, gewinnst du tolle Preise. Jo, versuchen wir mal. Okay. Drücke den A-Knopf, nachdem du Quizfrage gelesen hast. Ein Pokémon hat früher dies Aussehen. Was? Hä? Ein Pokémon hat Aussehen Plüschpuppe? Das könnten viele sein. Puh, was ist das für eine. Ja, das könnten viele sein. Aber eine komische Fragestellung, oder? Schau mal. Nö, das war falsch. Die Antwort lautet Plüschpuppen. Wie schade. Muss man da irgendwie was um die Ecken denken, oder was ist das, Leute? Ach so, Quiz. Nein. Ich will kein Quiz. Nein. Ja. Oh. Nun denn ein anderes Mal. Ich will kein Quiz erfinden. Leute, ein Quiz mit so einer Fragestellung? Nein, danke. Moment, kennen wir dich schon? Hey, du da! Komm bloß nicht in die Höhle der Bucht! Warum nicht? Das geht dich nicht an! Ich bin ein Erwachsener, also gehorche! Hey, ich bin 23 Jahre alt, was willst du von mir? Hast du... Ja! Rein, sofort rein da! Sofort! Hallo, Attackverlerner, ich brauch dich! Ja, ich bin der Attackverlerner! Ich sorge dafür, dass die Pokémon ihre Attacke vergessen! Möchtest du dir? Ja, bitte! Welche willst du vergessen? Zuerst mal vom Weedle. Welche Attacke? Blitz. Braucht doch keiner. Blitz, okay. Vergessen. Oh, Leute, ich habe ewig auf diesen Mann, auf diesen, ja, alten Mann gewartet. Endlich kann ich Attacken verlernen und das auch noch gratis, ja. Okay. Zertrümmerer, Zerschneider. Na, ich mach mal beides weg. Okay. Ach, endlich ist er mal da. Ich habe ihn so vermisst. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber egal. Nochmal Sottel. Verlerne. Zerschneider. So. Weil, das lernt noch einiges. Ja? Ich werde noch einige Themen zum Beibringen. Apropos TM, hätte ich schon bald vergessen. Ich habe eine TM. Nämlich Donnerblitz. Er lernt mein Pichu selber, allerdings nicht Schockwelle. Die lerne ich jetzt mal erlernen, es ist nämlich stärker als wie Donnerschock. Zur Schockwelle für Luma hat Step, ist Elektro. Es ist ja auf jeden Fall besser wie Donnerschock, weil Wolstackle will ich nicht unbedingt einsetzen, erst später. Also Schockwelle statt Donnerschock. So. Trifft immer, egal wie viel Genauigkeit ich habe. Und ist eine geile TM. So, jetzt kann ich wenigstens schön mal was machen hier. Power Punch. Ich bin noch immer... Ah, ich könnte es vielleicht meinen Pflanzenstarter beibringen. Schauen wir, was haben wir alles? Sandsturm, Areos, Folterknecht, Fassade. Ja, Fassade ist eine geile Attacke. Stärkt Angriffswert bei Gift, Brand oder Paralyse. Normal, physisch. Ne, lassen wir mal. Okay, ich schaue mir nächstes Mal an, was ich da alles habe, Leute, weil da kann man einiges noch machen. Und wer bist du? Pokémon sind die Partner der Menschen. Sie sind nicht nur unser Spielzeug. Leider gibt es immer wieder Menschen, die das nicht begreifen. Kekleon! Welche Menschen begreifen das nicht? Erzähl mal. Also, im Grunde ist es so.
Ein Anzug passt zu mir wie die Brise zum Meer. Perfekt. Und bei dir eine Beere passt zu P? Warum ist das so? Keine Ahnung. Aber Persimbeere. Also, weil du ein Trainer bist. Ach so. Die Beere passt zu mir, weil ich ein Trainer bin. Okay. Ich bin ein Rüppel. Ich weiß nicht, was unser Boss so vorhat. Aber als Mitglied von Team Aqua habe ich die Möglichkeit, große Dinge zu tun. Wer bist du denn? Also mit mir selber gesprochen. Bist du ein bisschen verrückt? Kann das sein? Heute haben wir noch mehr Beute in unser Versteck gebracht. Wer bist du denn? Ich habe mit mir selbst gesprochen. Bist du auf NTV ausgekommen oder sowas? Ja, mit dir haben schon gesprochen. Heieieiei. Wir haben noch einen alten Mann da rechts drüben vergessen. Den will ich auch noch sprechen in diesem Part. Also, hau rein. Hallo. Kannst du das besondere Höhlen in der Bucht? Das ist eine natürliche Formation, aber Team Aqua kam und hat Aussehen verändert. Okay. Sie nennen sich selber Naturliebe des Team Aqua. Aber sie sagen, was sie tun, passt überhaupt nicht zusammen. Okay. Scheint wirklich so zu sein. Hallo. Huh, was? Wie? Ich bin noch nicht ganz wach. Hier, das kannst du haben. TM44. Schlaf ist wichtig für die Gesundheit. Schlafe und erhole dich. Ja, das ist Erholung. Glaube ich jedenfalls. Vier, ja. Das werde ich sogar wieder anbringen, weil mein Pummeluff kann das ja. Ist ziemlich geil. So Leute, ich sage jetzt mal bis zum nächsten Mal, da werden wir ein bisschen den Wettbewerb hören. Ich finde es schade, Leute, dass es hier keine Arena gibt. Ich habe zumindest keine gesehen. Naja, das kommt sicher auch noch. Und jetzt mit dem Radfahren. Wuhu! Ich hoffe, das Projekt gefällt euch noch immer, Leute. So wie es mir jetzt Spaß macht zurzeit. Ich habe gerade voll den Fun-Effekt. Ich weiß nicht woher, es ist so. Und im nächsten Part werden wir hier das auch noch ansehen, bevor wir dann weitergehen in, naja, Wettbewerbe halt. Und tschüss!